Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich habe unglaublich viel Bock auf eine hitzige, spannende Partie, in der ich alles geben werde, weil ich gerade 2 Stunden lang Visualisierung trainiert habe. Vielleicht kennst du Zuschauer das ja auch, wie man danach drauf ist, wenn man einfach mal so 1-2 Stunden lang Rechenfähigkeiten trainiert. Falls nicht, würde ich mal empfehlen, ist Doping. Okay, am Brett. D4, Springer F3, E3. Das wird ein Aufbau und die meisten kennen ihn, der diesen Kanal schon. Es ist der Kolle-Zucker-Tort-Aufbau und ja, hier hat Schwarz zuerst mit Springer F6 vielleicht auch angetäuscht, mit G6 zu spielen, ist jetzt aber in die normalen D5-Aufbauten übergegangen und der Zug Läufer F5, zu dem es sehr viele Fragen gibt und auch gibt in den Kommentaren. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, wie man gegen diesen Zug Läufer F5 spielt. Und hier, falls ihr euch wundert, wie spielt man denn, wenn Schwarz einfach Läufer rausstellt und zumacht? Also, weil jetzt ist Läufer D3 zwar möglich, aber nicht mehr so ambitioniert, weil wenn wir sozusagen diesen eher Problemläufer gegen unseren guten Läufer der Richtung König normalerweise schaut abtauschen, haben wir keine Chancen mehr auf Vorteil. Das ist ein Problemläufer, erkläre ich gleich warum. Wir spielen hier C4 und leiten über in sehr vorteilhafte Varianten, das also Damengambits, D4, D5, D4, D5, C4, zum Beispiel auf E3, nicht direkt hier, aber später können wir mal so versuchen, mit Springer H4 diesen Läufer abzutauschen, also entweder investiert Schwarz nochmal ein Tempo darin, den Läufer zu sichern. Aber ein anderes Problem in der schwarzen Stellung sind diese Dame B3-Züge. Die können auch richtig eklig werden. Jetzt überlege ich gerade, wie man das konkret am besten spielt. Ob wir zuerst tauschen, Bauer schlägt und dann Dame B3 spielen. Nein, wir spielen Springer C3. E6 wird jetzt kommen. Wenn nicht, schlagen wir und spielen Dame B3. Das ist dann, glaube ich, eine sehr gute Variante. E6 will Schwarz aber sowieso spielen. Und jetzt sind wir dann per Überleitung in einem System der slawischen Verteidigung. Slow Slav heißt es, langsamer Slave mit E3. Ja, okay, Springer D7, das glaube ich nicht dran in der Stellung. Jetzt müssen wir präzise sein. Ich glaube, wir nehmen zuerst und spielen dann Dame B3 mit einem Doppelangriff. Also wenn Springer schlägt, okay, Bauer schlägt, wenn er Springer genommen hätte, hätten wir 2 Bauern im Zentrum gegen nur einen. Das heißt, wir kriegen später mit E4 ein fettes Zentrum. Das macht Schwarz nicht, sondern schlägt mit dem C-Bauern. Jetzt ist Dame B3 aber relativ unangenehm und der Läufer wünschte sich, er stünde auf C8, weil wir zum Beispiel auf D5 drohen zu nehmen. Würde ich jetzt mal tippen, muss man alles immer noch je nach Situation verifizieren, aber Dame B3 ist sowieso so ein nützlicher Zug. Außerdem ist B7 relativ schwach. Was kann Schwarz hier machen? Also Schwarz könnte mit E6 sagen, ey, ich spiele das hier als Opfer. Nimm ruhig auf B7 und ich gewinne dadurch ein bisschen Tempi. So Turm B8 aktiv gegen die Dame spielen. Kann Schwarz machen. Ich kenne die Stellung mit Schwarz, weil ich als Slave-Spieler kenne ich die Probleme der Eröffnung. Hier hätte, glaube ich, unbedingt E6 kommen müssen, aber mehr dazu in der Analyse. Entweder spielt Schwarz jetzt so oder Schwarz fängt an, Springer B6 zum Beispiel zu spielen. Der Zug stellt sich dazwischen und deckt den Punkt D5 aus. Dem schaut die Dame dann wieder auf D5. Auf Springer B6 müssen wir genauestens Läufer B5 Schach rechnen. Das sieht einfach nach einem sinnvollen Entwicklungszug aus mit Rochade zum Beispiel. Oder auch an den Zug A4. A4 mit der Drohung A5 und dann schaut der Springer ein bisschen doof. Wenn er dann wegzieht, nehmen wir wieder auf B7. Wenn auf Springer B6, A4 dann der Zug A5 kommt, haben wir also keine Zeit verloren. A4 war dann gratis, weil wir wieder am Zug sind. Das Feld B5 ist sehr geschwächt, weil der Bauer dann nie wieder nach A6 kann, weil er ja schon auf A5 steht und Bauer nicht mehr zurückziehen können. Okay, es kommt also E6. Ist ehrlich gesagt das, wovor ich mich am meisten fürchte. Ich nehme hier auf jeden Fall. Warum nehme ich hier? Das aus Erfahrung. Das hier ist also diese Bauern, die nennt man ja auch vergiftete Bauern. Also ich stehe auch bestimmt nicht einen ganzen Bauern besser, aber die Kompensation für Schwarz, glaube ich, ist einfach nicht ausreichend. Und wir müssen jetzt eine Phase lang also etwas ruhig spielen, nicht übertreiben. Die Dame steht hier gefährlich, kann wirklich zum Tempospender für Schwarz werden. Aber wir haben einen Bauer mehr und das ist auch, der Bauer ist nicht ohne. Überlegt mal, es tauschen sich alle Figuren ab. Dann haben wir 2-1 im Endspiel und holen uns. Also relativ easy eine Dame. Ist jetzt natürlich sehr weit gefasst, was ich hier gerade gesagt habe, aber das sind Gedanken, die sollte man grundsätzlich haben, weil jeder Abtausch eigentlich
zugunsten von Weiß ist ab diesem Zeitpunkt. Okay, Läufer E7, kurz überlegen, eigentlich lockt mich Springer H4. Das spricht natürlich komplett gegen das, wie wir spielen sollen. Wir sollten jetzt erstmal ruhig alle Figuren ins Spiel bringen, aber Springer H4 wäre genial, wenn wir den Läufer abtauschen würden, weil dann der Läufer nach D3 kommt, sein Lieblingsfeld kriegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was auf Springer H4, Läufer C2 passiert. Und dann steht der Springer ein bisschen doof am Rand. Okay, also entwickeln wir den Läufer, damit wir Rochade abschließen können. Rochade ist an solchen Stellen der wichtigste Entwicklungszug. Wenn der König mal in Sicherheit ist, kann wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Die Frage ist, Läufer nach E2 oder Läufer nach B5? B5 sieht interessant aus. Die Frage ist, was passiert auf Rochade? Haben wir irgendeine Möglichkeit? Ja, ich überlege auch an sowas wie Läufer C6. Sieht aber nicht so stark aus. Nehmen. Dame schlägt wäre super, Damentausch wäre okay, aber Springer schlägt sich auch nicht ganz, wie es weitergeht. Ich stelle den nach E2, alles entspannt. Auch hier Läufer D2. Vielleicht den anderen Turm nach C1 oder nach B1, wenn der hier nicht mehr da wäre. Vielleicht kann man ihn dann doch irgendwie abtauschen. Je nachdem, wahrscheinlich doch auf C1, diesen Turm auf F1 nach der Rochade und dann eventuell mit den Bauern laufen. Wir müssen uns bewusst sein, also diese Dame hier wird nochmal ein Tempo verlieren. Die sollten wir uns auch nicht fangen lassen, jetzt auf Springer B6 haben wir wahrscheinlich Läufer B5 und damit C6 Schach nach Rochade. So müssen wir rechnen. Rochade, Springer B6 hat die Dame Felder. Ich glaube schon. Zum Beispiel Dame A6. Ja, und der weißfeldrige Läufer hier, der ist einfach, der steht, der nimmt uns zwar gerade das Feld B1, C2 und D3, das ist ein bisschen nervig, aber grundsätzlich ist er jetzt, also die Dame hat weiße Felder und kann daraus machen, was sie will, weil der Läufer ist ziemlich ausgesperrt. Ich glaube, starke Spieler, die diese Videos gerade schauen, verstehen jetzt vielleicht besser, warum der Läufer gegen dieses Kohle-Zucker-Tor-System nicht so gut außerhalb der Bauernkette steht. Jetzt kann man übrigens auch argumentieren, dass der Läufer auf C1 hier schlecht ist. Das verstehe ich und sehe ich auch so. Aber das ist ja einfach so, also in diesem langsam slawischen System. Das ist ja im Prinzip, haben wir eine Symmetrie am Brett. Der C1-Läufer ist genau dasselbe wie der C8-Läufer. Und die Argumentation von diesen Spielern und E3 wird auf höchstem Level gespielt. Also auch Carlsen hat es gespielt. Auf diesem Level hier sagt man, okay, dann steht der Läufer halt ein bisschen doof da rum, aber später kommt er schon ins Spiel und wenigstens hält er hier den Laden dicht, im Gegensatz zu dem da. Der wird vielleicht bald noch abgetauscht, aber aktuell, glaube ich, hat er noch C2. Ja, genau. Jetzt haben wir beide rochiert. Das ist sehr zufriedenstellend für Weiß, also weil die Rochade das wichtigste Tempo ist. Sehr gern würde ich hier auch weiter abtauschen. So Springer E5 Sachen wären witzig. Aber erstmal, glaube ich, den Läufer rausbringen. Wenn wir den Läufer ziehen, muss man überlegen, ob Turm B8. Okay, Springer E8. Ganz, ganz komischer Zug. Also, warum komisch? Weil, also, der Springer will nach D6, aber sieht ein bisschen langsam aus. Okay, wir könnten sogar überlegen, E4 zu spielen, aber schlägt. Sieht jetzt ein bisschen riskant aus. Außerdem auf E4 einfach Springer D6. Okay, wir könnten hier Springer B5 spielen. Er nimmt den Zug Springer D6 einfach raus aus der Stellung und ist aktiv. Sagen wir, es kommt Turm B8. Haben wir dann irgendwas Cooles? Wobei, wir können einfach nehmen. Okay, was passiert auf Springer B5 A6? Haben wir dann irgendeine Möglichkeit? Weil Springer B5 ist ein schöner Zug, weil dann ist Turm B8 kein Bauerngewinn da unten, wenn der Läufer mal zieht, weil der Springer dann sozusagen die B-Linie blockiert, aber auch gedeckt wird. Die Frage ist noch Springer B5 A6, ob wir irgendwas haben. Also einfach wieder zurückzugehen, weil dann hätten wir ein Tempo verloren. Nee, sehe ich nichts, deswegen kein Springer B5, sehr schade. Wir könnten überlegen, A3 und B4 zu spielen, das sieht super langsam aus, aber mein Problem ist also wirklich Läufer D2, Turm B8. So, was machen wir dann? Turm B8, dann Dame schlägt A7, Turm schlägt B2. Okay, das ist eine gute Stellung, weil wir haben einen A-Freibauern und können einfach nicht Turm B1 spielen wegen dem Läufer. Okay. Ich brauche eine Entscheidung und überlege noch einmal kurz über Läufer B5 jetzt. Sieht ganz attraktiv aus, weil der Springer hängt. Und auf zum Beispiel Springer D6 nehmen wir einfach den Springer. Läufer B5, Springer B6, haben wir dann irgendwas Gutes in der Stellung? Vielleicht liquidieren, Läufer schlägt E8. Zum Beispiel Turm schlägt. Also ich würde hier echt gerne was sozusagen sehr Aktives spielen.
Der Läufer nervt auch. Okay, ich spiele hier Turm D1. Warum spiele ich Turm D1? Ist jetzt super, super langsam, super unspektakulär, aber ich habe einfach die Idee, an dieser Stelle Läufer D3 zu spielen und dann tausche ich den Läufer ab und dann kann ich zum Beispiel Turm B1 spielen. Ist ruhig, bestimmt nicht der beste Zug, aber... eigentlich will ich hier... Wollte ich Turm B3 spielen? Frage ist nur auf Turm B3... ob Turm B8 dann nicht einfach nochmal ein Tempo gewinnt, ob wir hier lieber den spielen sollen. Dame A6, so, jetzt sehe ich kein sinnvolles Tempo mehr, dass Schwarz noch an der Dame gewinnen kann. Läufer D3, Läufer schlägt, Dame schlägt, dann stehen wir, glaube ich, relativ gut da. Wir haben das Feld C4 sehr gut unter Kontrolle, aktuell wird der Springer C4 einfach rausgehauen. Also, ich hoffe, was ihr hier kriegt, um das sozusagen nochmal was... hier von sturer Variantenrechnung auf euren Schachalltag zu übertragen. Ich versuche, diese Stellung hier jetzt dem Bauern mehr zu verwerten. Und da ist der erste Schritt einfach, wir müssen uns also ruhig aufbauen, Entwicklung beenden. Und ab dem Zeitpunkt, wenn wir fertig entwickelt sind und vielleicht am besten so entwickelt, deswegen will ich jetzt diesen Läufer abtauschen, damit wir dann Läufer D2 vielleicht an den Turm nach B1 und dann hier mit den Freibauern laufen können, dann können wir anfangen, den Bauern schon zu verwerten. Aber man muss ruhig an solche Sachen rangehen und Geduld haben. Das musste ich wirklich auf die harte Tour lernen und deswegen versuche ich es euch zu ersparen. Ja, wenn es euch gefällt, liked das Video und abonniert den Kanal. Damit helft ihr mir extrem weiter. Und wenn ihr Bock habt, mehr Schach zu trainieren, so richtig professionell und auf schnelle Verbesserung, dann schreibt mir einfach mal eine Mail. Schaut euch das Infovideo zum Gruppentraining an. Haben aktuell in Gruppen von 1200 Leechers bis zu 2100, 2200 Leechers was frei. Und ja, wäre cool, wenn ihr euch das mal anschaut. Könnt jederzeit kündigen, also man kann es auch einfach sich mal anschauen. Gibt jede Woche Hausaufgaben, Aufzeichnungen, falls ihr nicht da seid, kein Stress. Okay, genug geredet. Dame A6. Was soll Schwarz machen? Ja, also Schwarz steht auch nicht besonders toll. Die ganzen Schwerfiguren machen noch gar nichts. Irgendwie traut sich Schwarz hier nicht, Turm B8 zu spielen. Wahrscheinlich wegen Dame schlägt A7. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht mal nehmen. Wobei, vielleicht doch. Okay, Springer F6 zurück. Also da stand gerade noch einer. Okay, das sieht ein bisschen passiv aus. Okay, klar. Das Feld E4 ist interessant. Sagen wir, also warum passiv? Weil das der falsche Flügel ist. An dem Flügel steht die Dame. Deswegen dachte ich vielleicht da spielen, aber okay. Läufer D3, es kommt bestimmt irgendein Springer nach E4. Das ist wahrscheinlich die Idee. Sagen wir, Läufer schlägt, Bauer schlägt. Wahrscheinlich will Schwarz wenig abtauschen. Wir gehen hier hin. Das sieht okay aus. Läufer D3 werde ich abtauschen. Und dieses Feld hier ist sehr, sehr schön. Also Springer E5, von dort eventuell nach C6. Das ist jetzt eine Route, die hat Schwarz mir gegeben, weil der Springer hier weg ist. Okay, ich tausche einmal ab. Das war der Plan. Wenn der Springer nimmt, nehme ich auch gerne, tausche ich gerne nochmal ab. Also ich habe gar nichts gegen Abtauschen, weil ich einen Bauer mehr habe. Also Bauer schlägt und dann ist der Läufer aber auch schlecht, weil dem Bauer vor der Nase steht. Unser Bauer ist okay, Springer schlägt, nehme ich gern nochmal. Läufer schlägt, okay, das war vielleicht die beste Option, weil jetzt sozusagen der Läufer nicht durch einen Bauern blockiert wird. Aber das ist ja jetzt hier ein Traum, weil also hier jetzt alles relativ sicher. Wir haben zwar das Läuferpaar abgegeben, aber dafür haben wir einen Bauer mehr und... Ja, das ist hier Transformation des Vorteils. Wir könnten sogar überlegen, den Läufer noch abzutauschen, so mit F3, G4 Ideen, also F3, Läufer F5, G4 und dann muss der Läufer eventuell nach G6, dann tauschen wir ihn dort ab. C2 gibt es aktuell noch, muss man sich darum kümmern, dass das bald nicht mehr so ist, aber F3 und dann eventuell E4, alles Ideen, die hier kommen könnten. Wenn ich jetzt gerade aber nochmal ziehen dürfte, würde ich Springer C6 spielen, Dame angreifen, zack, Läufer abtauschen, Dame schlägt. Bisschen gefährlich wegen ungleichfarbigen Läufern. Vielleicht muss man doch aufpassen, dass sozusagen, wenn wir jetzt den Springer gegen den Läufer tauschen und die Dame dann nach G5 geht, wir keine Probleme mit G2 kriegen, weil auf so G3 Sachen haben wir dann schwarze weiße Felderschwächen und die Dame könnte versuchen, irgendwie reinzukommen. Nur so als Idee. Genau. Wobei wir auch, glaube ich, mit Dame F1 den Laden ganz gut zusammenhalten können. Aber muss man vorsichtig sein. Wir haben ein bisschen Zeitvorteil, das ist sehr angenehm, wird vielleicht noch angenehm, versucht auch im Schach immer die Zeit mit zu betrachten. Wenn ich so Leuten, die kein Schach spielen können, versuche Schach zu erklären, dann erkläre ich immer, dass es darum geht, also wie gut man in einer bestimmten Zeit rechnen kann. Also es ist, man hat einfach bestimmte Rechenkapazität, also eine Geschwindigkeit, mit der man rechnet und man hat bestimmte Zeit und wenn man also
wenn man viel Zeit hat, könnte man auch sehr viel ausrechnen. Aber es ist eben total, total wichtig, dass man sozusagen beide Spieler haben gleich viel Zeit und derjenige, der besser und schneller rechnen kann, kann mehr in der Zeit rechnen, mehr Varianten und dadurch auch mehr sehen. Und natürlich kommt es noch auf viele andere Faktoren an, wie Intuition und Erfahrung und sowas und Mustererkennung. Okay, Läufer D6. Habe ich Angst vor dem Zug? Ein bisschen schon, ich bin ehrlich, aber ich werde jetzt hier keine Zeit investieren, den zu verhindern, und spiele einfach Läufer D2, hat auch Platz gemacht für die Dame, Dame G5 hier, ja, den habe ich unterschätzt, also aktuell kann ich leider nicht den Läufer nehmen. Okay, das Läufer D2 war ziemlich voreilig, ich verliere wieder einen Bauern, denke ich, in verschiedenen Varianten, entweder direkt Dame G5 oder erstmal tauschen, dann Dame G5, ich dachte, ich spiele einfach Dame F1, aber das Problem ist, der E-Bau hängt. Also wir verlieren den Bauern zurück. Das war unnötig. Einfach Läufer D2 viel zu schnell gespielt, gar nicht auf die gegnerischen Drohzüge geschaut. Das sind Mattdrohungen, muss man immer anschauen. Ja, da war ich gerade so auf meine Schachtheorie fokussiert, worum es eigentlich geht mit der Zeit. Genau, sieht schwarz und spielt Dame G5. Jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. Es droht matt. Können wir auf... Also Dame F1 ist mein intuitiver Zug, G3, dann kriegen wir so viele Probleme auf den weißen Feldern, das kann ich leider nicht machen. Ich muss Dame F1 spielen, können wir auch gerne nachanalysieren, warum ich Dame F1 spiele. G3 ist es nicht. F3 kommt, Läufer schlägt F3. Ja. Okay, jetzt ist der König relativ sicher, oder das heißt relativ, es gibt hier nur zwei Figuren, sie reichen nicht aus, die Türme kommen nicht hin. Dame schlägt E5 und immerhin kriegen wir hier jetzt eine sehr starke Diagonale. Dafür hat Schwarz deutlich besseres Zentrum, da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, Option 1, wir holen uns die C-Linie, Option 2, wir spielen da Läufer C3, Option 3, wir laufen direkt mit den Bauern. Was hier am stärksten, oder vielleicht sogar F3? Was hier am stärksten ist, kann ich jetzt nicht so schnell beurteilen. Ich spiele mal intuitiv Läufer C3, damit der endlich mal was kann. Dame G5 droht aktuell nichts. Wir könnten überlegen, F3 zu spielen, aber dann hängt hier der E-Bauer. Okay. Ich würde gerne mit den Bauern laufen. Ah, das ist doof gelaufen hier. Also habe ich ungenau gespielt, weil jetzt hier hätte ich lieber Schwarz. Schwarz hat also Druck. Ich gehe hier nicht matt, aber die Dame muss irgendwie auf F2 bleiben. F3 wäre eigentlich ein schöner Befreiungsschlag, den können wir aber nicht spielen, weil der E-Bauer hängt. Wenn wir jetzt sowas spielen wie Läufer D4, dann schenken wir Schwarz noch den Zug E5. Ich habe auch schon ein bisschen überlegt, ob das vielleicht Sinn macht, den auch einfach zuzulassen. Okay, ich spiele diesen Zug. Bringe Schwarz dazu, E5 zu spielen, was, also glaube ich, eine Verschlechterung sein könnte. Okay, es kommt sowieso A5, das wundert mich extrem. Wie kommt Schwarz auf die Idee, hier zu spielen, an dem Flügel, vielleicht damit der Turm mobil wird und nicht A7 hängt, aber okay. Jetzt spiele ich F3, damit der Läufer mal von G2 weg muss. Wohin geht der Läufer, das weiß ich noch nicht genau, vielleicht nach G6, da ist er ein bisschen passiver als auf C2. Auf C2 spielen wir Turm C1 und ja, wir kriegen jetzt die C-Linie, das würde ich jetzt schon mal als Errungenschaft bezeichnen. Ich glaube, E5 wäre hier ein bisschen präziser gewesen, aber okay. Bin ich gespannt, was die Engine danach sagt. Häufig belehrt sie mich ja auch eines Besseren. Okay, sagen wir, es kommt Läufer G6. Wir sollten hier mit der Zeit spielen, weil die Position ist also sehr scharf. Ungleichfarbige Läufer mit Schwerfiguren, das hatte ich schon häufig erwähnt. Und schaut auch mal in die Strategie-Playlist. Wenn mich Leute fragen, welche Playlist ich am besten finde, sage ich eigentlich meistens die Strategie-Playlist, weil daraus kann man wirklich sehr viel lernen. Das sind einfach gratis Unterrichtseinheiten. Auf jeden Fall. Habe ich da auch mal ein einzelnes Kapitel dazu gemacht, wie man mit Schwerfiguren und ungleichfarbigen Läufern spielt. Ich habe es ja auch schon häufig erwähnt. Für die es noch nicht hören, was Neues, für die anderen eine Wiederholung. Es geht hier, es ist wirklich die Stellungsdynamit. Aktuell sieht man es noch nicht ganz, aber wir kontrollieren die schwarzen Felder und Schwarz kontrolliert die weißen Felder. Und es geht einfach komplett darum, dass man sozusagen aktiv ist und dafür würden wir auch einen Bauern geben. Also ein Bauer ist in solchen Stellungen einfach weniger wert als die Initiative, weil man sozusagen aktiv spielen muss. Kann ich gerne danach noch ein bisschen ausführen. Okay, Läufer G6. Der ist jetzt nicht mehr so stark.
Unserer ist aktuell stärker. E5 liegt in der Luft, dann spielen wir Läufer C5. Die Dame ist jetzt wieder beweglich. Wir wollen aber nicht Dame tauschen, weil wir wollen hier auf Vorteil spielen, also auf Sieg spielen. Sonst wäre Damentausch wahrscheinlich nicht schlecht, aber dann verflacht die Stellung wahrscheinlich schnell. Ich überlege auch ein bisschen F4 zu spielen, aber das ist nicht, also F4, damit E5 nicht kommt und wir die schwarzen Felder noch besser kontrollieren, dann kriegt der Läufer wieder sein gutes Feld. Damit D3 geht leider nicht. Wir spielen den Turm oder diesen Turm. Ich sage jetzt diesen hier. Das ist komisch, weil ich euch gerade noch erklärt habe, wir spielen mit dem Bauern. Hat sich die Situation aber ein bisschen verändert, weil wir eben diese ungleichfarbigen Läufer mit Schwerfiguren haben, wo es eben voll um die Aktivität geht. Und was wir hier eigentlich wollen, ist jetzt sozusagen aktiv zu spielen, anzugreifen auf den offenen Linien. Vielleicht mal auf G7. Das ist, glaube ich, der schwarze Schwachpunkt, aber ungefähr so, wie ich es gerade erklärt habe. Okay, es kommt der Zug E5. Freut mich ein bisschen zu sehen, weil ich glaube, jetzt könnten wir, also es macht die Stellung imbalancierter, weil der Punkt D5 ein bisschen geschwächt wird. Ob das jetzt ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Hier greifen wir den Turm an, aber auch gleichzeitig den Bauern. Das heißt, irgendwie rechne ich fest mit, okay, ich hätte jetzt mit Turm D8 gerechnet. Es kommt aber Turm C8, das ist ein Bauernopfer, weil wir können Turm schlägt D5 spielen. Ich glaube, eine krasse Taktik. Turm schlägt D5, Turm schlägt C5a und dann nehmen wir mit diesem Turm. Also die Drohung in der Stellung ist, die existiert auch nicht. Jetzt könnten wir, hier ist ein Punkt, wo wir eine Falle stellen könnten. Ich glaube, Schwarz will nehmen und auf nehmen Dame schlägt E3 spielen, aber wir hätten Dame F2 und damit eine sehr gute Verteidigung. Will ich jetzt hier aber nicht auf die Falle hoffen, also jetzt würde ich irgendwie A3 spielen als Falle und dann würde ich mal tippen, Turm schlägt C5 oder vielleicht hat Schwarz jetzt auch gesehen, dass Dame F2 gibt. Wir wollen nicht so dreckig spielen, sondern ganz sauber. Wir nehmen einfach diesen Bauern. Glaube ich einfach dran, dass das gerade der bessere Zug ist. Auf Turm schlägt nehmen wir jetzt einfach sowieso mit dem D-Turm und dann ist Dame schlägt E3. Also man könnte es als Opfer spielen, aber wir haben jetzt einen Bauer mehr und jetzt noch eine Quali opfern. Glaube ich nicht dran. Und jetzt, wo der weg ist, gefällt mir die weiße Stellung ziemlich gut. Muss man natürlich immer noch vorsichtig sein, genau. Also Schwarz kriegt jetzt relativ gute Figuren, hat eine schwache Grundreihe, so als taktisches Motiv. Vielleicht wird es interessant. Okay, Schachschlag-Drohzüge, der hier ist nicht so stark. Was gibt's noch? Den hier auch nicht. Was ist mit Läufer A7? Der Turm hängt. Wenn er zieht, tauschen wir Türme. Könnte interessant sein. Spiele ich. Ist ein bisschen Intuitionssache. Wir haben wenig Zeit. Bleiben auf dem Punkt. Auf diesen Zug hier nehmen wir. Dame schlägt. Sind weiterhin hier auf diesem Punkt. Der Turm muss vorsichtig sein. Also hier, wenn er sozusagen nach vorne geht, setzen wir matt. Also was zieht er wahrscheinlich? Okay, den hier. Jetzt können wir versuchen, die Aktivität zu übernehmen, mit so Zügen wie Turm D7 oder Dame C7, beides sehr aktiv. Vorsicht, der Läufer deckt weiterhin E3. Welcher Zug ist besser? Sehe ich auf die Schnelle nicht, ich spiele Dame C7. Vielleicht wäre auch Dame C6 ein bisschen besser gewesen, aber das ist schön aktiv, was wir hier machen. Okay, H5, relativ langsam. Ich überlege, Läufer E4 zu spielen, Läufer D4. Oh, F4 gibt's auch. F4 sieht auch sehr spannend aus. Damenzug und dann schlagen auf E5. Okay, aber wir bleiben am Boden und nehmen einfach diesen Bauern. Jetzt haben wir ein gewonnenes Endspiel. Auch wenn sich jetzt die Damen tauschen mit ungleichfarbigen Läufern. Also wenn die Türme am Brett sind, gewinnen wir mit den beiden. Nur Läufer, ungleichfarbige Läufer und die zwei Bauern ist wahrscheinlich auch gewonnen, weil die Könige nicht davor sind. Okay, aber wir müssen ein bisschen schneller spielen, nicht, dass hier noch ein Unglück passiert. Okay, Schwarz spielt auch sehr ruhig, das ist in der Stellung für uns gerade ganz gut. Okay, H4, droht da unten irgendwas, H3. Okay, erstmal Schach geben. Damit die Dame wieder zentralisierter ist. König zieht, okay. Okay, ein bisschen Respekt habe ich schon vor den Sachen da unten. Ich spiele selbst H3. Wird ein bisschen schwach hier. Läufer F5. Okay, der droht nichts. C5, warum droht er nichts? Weil die Dame nehmen kann.
schwierige Stellung. Mit wenig Zeit. Wir haben natürlich die besten Voraussetzungen. B4, die Idee ist, auf Schlagen mit der Dame zu nehmen. Der hängt nicht. Einfach mal ein ruhiger. Das Laufen wäre ein bisschen besser gewesen. Okay, jetzt laufen. Oh, der Turm wird aktiv hier. Turm C1. Vorsichtig, vorsichtig. Muss man sehr aufpassen. Turm C1 droht dann gleich ziemlich üble Sachen. Jetzt muss man richtig aufpassen. Puh, das gefällt mir nicht. Eieiei. Das ist einfach matt. Ich bin einfach matt gegangen. Schade. Sehr unnötig. Noch kein Matt, aber fast. Und ja, schlagen, Läufer schlägt F3. Ist völlig aus. Einzige. Und Dame E1. Oh, das ist sehr bitter, dass es so gekommen ist, dass die Stellung noch so enden musste. Okay. Ruhig spielen. Decken. Vielleicht irgendwelche Chancen, aber... Okay, er spielt sehr langsam. Ah nein, Schach und der Bauer ist weg. Schade, das war... Okay, sieht nichts. Ganz schwierig. Ich hoffe, dass... Okay, jetzt gesehen. Und jetzt ist aus. Also jetzt war es das auch mit den billigen Tricks hier. König H2. Einfach nehmen, ja. Ich versuche noch zu kämpfen, aber realistisch gesehen ist hier leider nichts mehr drin. Das ist doof. Also wir werden auf jeden Fall analysieren, was hier los war. Ich glaube nämlich, dass das auch spannend und analysierenswert ist. Aber erstmal noch versuchen zu tricksen. Wir haben immerhin einen Freibauern, aber Schwarz hat natürlich eine Dame mehr und könnte auch zum Beispiel Läufer opfern und mit dem E-Bauern laufen. Als Beispiel, okay. E1. Eigentliche Idee ist, mit dem Turm zu laufen. Okay. Ja, ein bisschen versuchen. Bei Läufer schlägt G2. Auch unangenehm. Weil wir dann nach Läufer schlägt G2, Läufer H1 matt gehen. Laufen, Läufer schlägt G2. Turm B2, Läufer zieht Turm A2, aber okay, genommen. Okay, Zeit auch abgelaufen. Schade, das war wirklich eine bittere Partie, bin ich ehrlich. Würde ich jetzt sehr gerne analysieren und hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ja. Gut, hier diese Kolle-Zucker-Tort-Variante, wobei das ist kein Kolle-Zucker-Tort, das wäre es erst mit Läufer D3 und dem Zug B3, C6, Springer C3 hier, in der Stellung E6 wirklich ganz normal. Wer hat das so gespielt mit E6, mit Weiß zum Beispiel Carlsen Nakamura, wobei da war A6 am Brett mit E6. Carlsen Waschela Graf, So Caruana, Caruana, Waschela Graf, Giri Caruana, Nakamura Caruana, also die ganze Weltspitze hat es schon mal am Brett. Diese E3-Slavisch-Varianten sind echt gut, habe ich auch schon mal ausgeführt. Hier, da am B3 haben wir mit Weiß so 0,5, 0,6 Bauern, das ist relativ viel. Dafür, dass wir in so einer ruhigen Stellung sind, hier empfiehlt die Engine mit A5 und Läufer B4 zu spielen, das ist aktiver, da hat die Dame wenig Felder. Läufer E2, hier haben wir eigentlich den Vorteil gut verwertet. Jetzt ist die Stellung hier. Gab es Läufer C2, Turm zieht und der Läufer steht besser, weil er nämlich nach D2 geht, zum Beispiel Springer D6, Dame zieht, sagen wir Dame A6, dann Springer B8 und dann ist sie wirklich gleich gefangen. Dame A3, so eine der letzten Felder, beziehungsweise das letzte Feld und dann gibt es Springerabzüge. Also Läufer C2 wäre hier ein Trick gewesen, ein taktischer Trick. Den hätte es jetzt auch nochmal einen Zug gegeben. So, aber hier, ich will zur spannenden Stellung. Also hier
Springer E2 wäre wär deutlich besser noch gewesen. Einfach um diesen Springer drumherum zu spielen, nicht alles abtauschen. Ich habe jetzt hier alles abgetauscht und Läufer schlägt. Die Stellung ist natürlich angenehm für Weiß, aber die Engine meint hier, dass Schwarz mit dem Läuferpaar schon ganz gute Kompensation hat. Tauschen, tauschen, Dame G5, Dame F1 und jetzt genau eben hier diese Problematik auf G2. Die Endspiele sind auch Remis und ja, eigentlich nicht viel zu holen, aber jetzt nach F3, Läufer G6, glaube ich, hat sich gleich das Blatt gewendet. Das hier sind eigentlich alles recht gute Züge. Turm schlägt D5, jetzt steht Weiß so richtig gut, Turm A, B8 und Läufer A7 war auch ein guter Zug. Turm C1, Dame C1 plus 1,8, die Stellung ist fast gewonnen. Turm D8, hier einfach Turm schlägt A5 direkt, Dame C7, A5 war auch eine gute Idee, die die Schwarz hier ausgepackt hat, aber wir stehen trotzdem auf Gewinn, zum Beispiel also direkt H3 oder auch einfach Dame D2, hält den Laden zusammen, deckt G2 und dann haben wir zwei Freibauern mehr. Turm D7, das war jetzt hier, habe ich dann Zeitnot bekommen, habe davor noch erzählt, dass wir die schwarze Zeitnot nutzen können und dann hier Dame D2, wichtiger Zug, dieses Schach war ein bisschen unnötig und jetzt war H3 auch wirklich ein schlechter Verteidigungszug. Läufer H5 hat nochmal Chancen gegeben, Läufer C5, Turm C8, B4 bester Zug, Turm C8, wir stehen 6,4 Bauern besser, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich nicht, das dürfte eigentlich nicht passieren, König H1 war jetzt also völlig panisch, hier gewinnt so ziemlich alles, Läufer F8 als Beispiel, oh, das ist wirklich bitter, B5 nicht, wegen Turm C3 und jetzt merke ich, die C-Linie wird echt sehr schwach, hier noch einen Schach geben, ist noch so eine Option, da hatte ich auch Angst vor F5. Das ist auch nicht wirklich schön. Die Engine meint dann mit Dame B1 klammern und C5 opfern. Habe ich mich nicht getraut und dann, aber so wie ich es gespielt habe, war es noch schlechter, da war es einfach aus. Ja, krasse Partie, hat sich übel gewendet, der Gegner deutlich schwächer, auf zumindest laut Zahl auf Leeches, hat hier gute Arbeit geleistet und das Blatt gewendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen und liked das Video und abonniert den Kanal. Macht's gut, ciao.